Präsentationserstellung mit Agenda. Ich möchte Ihnen zunächst an dem Beispiel Präsentation EDV-Kurse online zeigen, was verstehe ich unter einer Präsentation mit Agenda. Sie sehen, dass der Bildschirm dreigeteilt ist. Sie haben im oberen Feld den Bereich mit dem Titel und dem Namen. Hier ist das eigentliche Bildschirmfenster und hier auf der Seite ist wie eine Art Inhaltsverzeichnis. Wenn ich mich durch die Präsentation bewege, sehen Sie auf der linken Seite immer vor einem Stichwort einen kleinen Pfeil. Das heißt, Sie wissen genau, an welcher Stelle der Präsentation ich mich momentan gerade befinde. Dieser Pfeil wandert von Folie zu Folie immer weiter, sodass Sie immer den Überblick behalten, wo Sie gerade sind bzw. was Sie noch erwartet. Nun stellt sich die Frage, wie erstelle ich solch eine Präsentation mit einer Agenda? Darüber möchte ich Ihnen gleich einen Überblick gewähren. Alle Elemente, die auf allen Folien vorkommen sollen, werden über den sogenannten Folienmaster eingefügt. Wechseln Sie auf das Register Ansicht, Folienmaster. Sie sehen hier den Hauptfolienmaster und verschiedene Unterfolienmaster. Die Änderungen werden auf dem Hauptfolienmaster vorgenommen. Das heißt, im Hauptfolienmaster wird sowohl das Logo eingefügt als auch die Linien. Und hier die sogenannte Agenda. Damit Sie keine Schwierigkeiten haben, die einzelnen Elemente richtig zu positionieren, klicken Sie im Register Ansicht auf Anzeigen, Lineal, Gitternetzlinien und Führungslinien. Sie haben so die Möglichkeit, die einzelnen Objekte genau an den einzelnen Linien auszurichten. Für die Agenda habe ich einzelne Textfelder eingefügt. Als Schriftgröße verwende ich Taroma 10 und für die Abschnittsüberschriften jeweils noch fett formatiert. Die weiteren Felder sind nur in Taroma Schriftgröße 10 erstellt. Nachdem alle einzelnen Agenda-Schritte erstellt wurden, habe ich sämtliche Agenda-Punkte mit Hilfe der Umschalttaste markiert und habe anschließend in das Format Registerformat gewechselt. Über Anordnen, Ausrichten, Vertikal verteilen habe ich erreicht, dass sämtliche Menüpunkte einen einheitlichen Abstand erreichen. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie auf meiner Internetseite in den Online-Kursen. Ich hoffe, Sie haben einen ersten Einblick gewonnen und Spaß daran, selber den Folienmaster zu gestalten.